Hallo Leute, ich habe heute ein nicht so schönes Thema mitgebracht und zwar wurde bei uns eingebrochen, mitten in der Nacht, während ich gerade alleine zu Hause war und ich möchte heute gerne mal mit euch drüber sprechen, was genau da passiert ist und was das mit mir und vor allem auch mit meiner mentalen Gesundheit und meinem Sicherheitsgefühl gemacht hat. Davor noch kurz ein Hinweis in eigener Sache, weil wir jetzt gerade beim Thema mentale Gesundheit sind. Die spielt auch eine große Rolle in meinem neuen Roman The Way You See Me. Da geht es für die Protagonistin Mila um die Frage, wie es nach einer toxischen Beziehung weitergehen kann. Aus dieser toxischen Beziehung hat Mila sich nämlich befreit und ähnlich wie bei mir jetzt gerade in dieser Situation mit dem Einbruch ist es bei ihr auch so, dass sie teils erst so ein gutes Stück später merkt, wie sehr sie gewisse Ereignisse eigentlich mitgenommen haben und welchen Einfluss das auch jetzt noch auf ihr Leben hat. Das klingt jetzt erstmal vielleicht so ein bisschen drückend, aber es ist tatsächlich so, dass das Buch sehr positiv ist, sehr hoffnungsvoll und mir die Charaktere beim Schreiben echt richtig doll ans Herz gewachsen sind. Und ich hoffe natürlich, dass es euch beim Lesen genauso gehen wird. Neben Mila werdet ihr außerdem noch ihre beste Freundin Lilly kennenlernen. Lilly ist mit 18 Mutter geworden und lebt jetzt zusammen mit ihrer kleinen Tochter und mit Mila in einer WG. Generell ist es bei Lilly so, dass sie einen Weg geht, den ihre Eltern sich jetzt nicht so unbedingt für sie vorgestellt haben. Neben der Tatsache, dass sie eben mit 18 Mutter geworden ist, hat sie sich dann auch gegen ein Studium entschieden und stattdessen für eine Ausbildung zur Schreinerin. Und im Buch lernt sie jemanden kennen und verliebt sich in eine Person, mit der sie nicht unbedingt gerechnet hat. Außerdem lebt in der WG dann noch Milas bester Freund Jasper. Er ist ein super ehrgeiziger Jurastudent, der eigentlich immer ganz genau wusste, was er will, der seinen Lebensweg schon so richtig genau vor sich gesehen hat und plötzlich, ja, ändert sich dann alles von einem Tag auf den anderen und er weiß nicht mehr so richtig, wo eigentlich oben und unten ist. The Way You See Me spielt in einer kleinen Stadt namens Elderstedt mit ganz vielen Fachwerkhäusern, einem Baumwipfelpfad, einem Baumhauscafé. Es gibt ganz viel Coziness, ganz unterschiedliche Liebesgeschichten und es geht unter anderem um Queerness, um Identitätsfindung, wie gesagt, um mentale Gesundheit, einfach ganz viele Dinge, die mir am Herzen liegen und ich hoffe, dass sich auch viele von euch in dem Buch wiederfinden werden und ja, dass euch das genauso viel Freude bereitet wie mir beim Schreiben. Ihr könnt The Way You See Me jetzt überall vorbestellen, wo es Bücher gibt. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Und wenn ihr das Buch gerne signiert haben möchtet und auch mit einer persönlichen Widmung von mir, dann bekommt ihr das bei der Buchhandlung Graf. Auch der Link dazu ist in der Infobox. Und jetzt gehe ich endlich zurück zum eigentlichen Thema. Ihr seht schon, der Veröffentlichungstag, der rückt jetzt näher und dementsprechend werde ich einfach so ein bisschen aufgeregter, was dieses Thema angeht. Und ja, freue mich einfach sehr darauf und hoffe, dass euch das Ganze gefallen wird. Ich habe ja gerade schon kurz angedeutet, dass dieser Einbruch Folgen hatte, die ich erst so ein gutes Stück später gemerkt habe. Deswegen kommt dieses Video auch jetzt, obwohl das Ganze tatsächlich noch damals in der alten Wohnung in Berlin passiert ist. Also die Situation damals war folgende. Mein Partner war für ein paar Tage unterwegs und ich war dementsprechend alleine zu Hause. Wir hatten damals auch die Katzen noch nicht. Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, wie ich mich jetzt fühle. Dazu kommen wir gleich noch. Ich bin an diesem Abend jedenfalls ganz regulär schlafen gegangen und bin dann mitten in der Nacht aufgewacht von einem Kratzen an der Wohnungstür. Das habe ich gehört, weil einfach diese Wohnung ein Altbau war, sehr, sehr hellhörig und ich bin dann eben hochgeschreckt und dachte sofort, okay, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Deswegen bin ich ganz schnell aufgestanden und in den Flur gelaufen und diese Reaktion von mir ist tatsächlich mit einer der Gründe, warum ich dieses Video hier gerne machen wollte, weil das natürlich sicherheitstechnisch absolut die falsche Entscheidung war. Aber ich glaube, dass ich nicht die Einzige bin, die in so einer Situation, gerade wenn man irgendwie noch so im Halbschlaf ist und der Kopf noch nicht so ganz da ist, so reagieren würde. Und spätestens im Flur war dann klar, okay, hier macht sich gerade auf jeden Fall jemand an der Wohnungstür zu schaffen. Wie gesagt, wir haben in einem Altbau gewohnt, deswegen war unsere Wohnungstür auch so eine richtig alte Holzflügeltür. Und jetzt nicht gerade so das große Wunderwerk an Sicherheit. Und sagen wir es, wie es ist, ich war diesbezüglich nicht gerade das größte Wunderwerk an Intelligenz, denn ich hatte diese Tür nicht abgeschlossen. Also weder das Schloss unten noch das Schloss drüber, das wir extra angebracht haben, damit man eben die Möglichkeit hat, von innen nochmal zusätzlich abzuschließen. Aber ganz ehrlich, für mich waren diese Schlösser so ein klassisches Ding von wegen, mal denkt man dran und ganz oft denkt man auch nicht dran. Und dazu kam dann auch noch, dass mir viele Leute gesagt haben, ey komm Lisa, jetzt übertreib mal nicht, ihr wohnt hier in einem der sichersten Bezirke von Berlin, was soll da schon passieren? Und genau deswegen war diese Tür an diesem Abend genau dasselbe wie ich, nämlich zugezogen. Ich bin dann also zur Tür gegangen und genau dann dachte sich der People-Pleaser-Teil in meinem Kopf, das ist doch jetzt der richtige Moment für die absolut unnötigste Aktion meines Lebens. Weil da kam plötzlich so der kleine Gedanke in meinen Kopf, was ist, wenn das jetzt jemand aus der Nachbarschaft ist?
Was ist, wenn das jetzt irgendwie jemand aus der Wohnung drüber oder drunter ist und die einfach dachten, das wäre deren Wohnung und versehentlich jetzt hier mit dem Schlüssel versuchen, in meine Wohnung reinzukommen? Das wäre jetzt ja wirklich super unangenehm, wenn ich hier überreagiere. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich habe durch den Türspion geschaut, nur um dann festzustellen, das ist wohl niemand aus der Nachbarschaft, sondern das ist ein Mann mit schwarzem Hoodie, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen und gerade dabei mit Werkzeug in seiner Hand meine Wohnungstür aufzubrechen. Und als ich dann endlich meine müden Gehirnzellen beisammen hatte und die Tür abgesperrt habe, konnte ich durch den Türspion gerade noch sehen, wie die Person die Treppe runter weggerannt ist. Ja, also ihr seht, der Coping-Mechanismus meiner Wahl ist natürlich wieder mal Humor und Selbstironie. Aber diese ganze Situation war einfach wirklich nur schlimm für mich. Deswegen musste ich jetzt gerade auch kurz eine kleine Pause machen, bevor ich weiter erzähle. Als der Typ weg war, wusste ich irgendwie gar nicht so richtig, wohin mit mir, weil es halt so eine Situation ist, in der was passiert ist, aber gleichzeitig halt auch wieder nicht. Also der Typ hat es ja nicht in die Wohnung geschafft. Das heißt, es war ein versuchter Einbruch, bei dem nichts weggekommen ist, es ist nichts kaputt gegangen und ich kann auch von der Beschreibung her nicht mehr sagen als: Es war ein Mann mit einem schwarzen Hoodie. Ich habe mich dann gefragt, rufe ich jetzt die Polizei oder nicht, weil irgendwie kam es mir sinnlos vor, aber andererseits dachte ich mir, wer weiß, vielleicht ist es doch irgendwie wichtig, dass die informiert sind. Deswegen habe ich dann mal recherchiert und es heißt da tatsächlich, dass man der Polizei Bescheid sagen soll. Und auch ganz, ganz wichtig, es gibt Empfehlungen, wie man sich verhalten soll, wenn man hört, dass jemand einbricht. Statt zur Tür zu laufen, sollte man ruhig bleiben, möglichst wenig Aufmerksamkeit auf sich lenken und sich in Sicherheit bringen. Das Ding ist halt, dass man nie so genau weiß, wer da auf der anderen Seite ist und wie die Person reagiert. Deswegen sollte man auch irgendwie nicht laut rufen, dass man zu Hause ist oder sowas wie: Ich hol die Polizei. Falls möglich, soll man das Haus verlassen. Das ging jetzt in meinem Fall nicht, weil wir nicht im Erdgeschoss gewohnt haben, sondern im 4. Stock. Und da wird dann stattdessen empfohlen, dass man die Tür verschließen soll zwischen sich selbst und dem Einbrecher. Also in meinem Fall jetzt die Schlafzimmertür. Auch das ging nicht, weil es keine Schlüssel für diese Tür gab. Da wird dann als nächstes empfohlen, ein schweres Möbelstück vor diese Tür zu stellen. Ja, theoretisch könnte man das machen. Im Schlafzimmer bei uns war es so, dass es nur eine Kommode gab, die so schwer war, dass ich sie alleine nicht bewegen konnte. Und selbst wenn, hätte es mir nicht viel gebracht, weil es neben dieser normalen Tür auch noch so eine große Flügeltür ins Wohnzimmer gab. Das heißt, die hätte man öffnen können und die ging auch nach außen auf. Also alles daran hätte einfach nicht funktioniert bei mir. Das heißt, für mich wäre wahrscheinlich der einzige Weg gewesen, mich im Badezimmer einzusperren und dann von da zu gucken, dass ich die Polizei anrufe. Aber auch da war das so ein Schloss, das jetzt nicht mit Schlüssel funktioniert hat, sondern einfach nur eins so zum Umdrehen, was man auch mega leicht von außen geknackt bekommt. Also es war einfach alles in allem eine richtig ungute Situation. Und ich will mir ganz ehrlich nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn der Typ die Wohnungstür aufgekriegt hätte. Weil es kann natürlich sein, dass ich Glück habe und er merkt, okay, da ist jemand zu Hause und rennt schnell weg. Aber andererseits ist das dann halt irgendwie so eine Mitte-20-Jährige in ihrem Schlafanzug, die da im Gang steht. Also das ist jetzt auch nicht gerade die größte Bedrohung. Und wenn ich richtig Pech habe, dann kann es halt sein, dass es mein kleinstes Problem ist, dass meine Wertgegenstände geklaut werden. Ganz, ganz wichtig, ich erzähle euch das jetzt nicht, um euch Angst zu machen oder um irgendwelche Horrorszenarien heraufzubeschwören. Ich habe auch ganz lange überlegt, ob ich dieses Video überhaupt machen soll und ob da ein Mehrwert für euch drin ist. Aber ich dachte mir jetzt einfach, dass vielleicht auch unter euch Leute sind, die in so einer Situation nicht wüssten, wie sie sich verhalten sollen. Wie gesagt, sehr unwahrscheinlich, dass das überhaupt passiert, aber es schadet halt nicht, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Ich denke, das Allerwichtigste ist, dass ihr klüger seid als ich und dass ihr darauf achtet, dass eure Fenster geschlossen sind, gerade wenn ihr im Erdgeschoss wohnt, und dass ihr die Tür abschließt und vielleicht auch drüber nachdenkt, ob ihr die noch zusätzlich sichern wollt. Und überlegt euch vielleicht für den äußerst unwahrscheinlichen Fall, dass euch sowas auch passieren sollte, wo in eurer Wohnung ihr die Möglichkeit habt, euch zu verstecken, wo ihr eine Türe abschließen könnt, wo ihr vielleicht den Schlüssel auch deponiert, dass ihr in so einem Fall schnell rankommt. Und damit kommen wir dann zum Thema mentale Gesundheit und Sicherheitsgefühl. Was hat diese ganze Situation mit mir gemacht? Ja, tatsächlich eine ganze Menge, teils auch so ein bisschen, wie gesagt, mit Verzögerung, weil es irgendwie so ein bisschen gedauert hat, bis das so richtig bei mir angekommen ist. Aber ich habe bis zum Schluss in dieser Wohnung in Berlin gemerkt, dass ich mich da nicht mehr sicher fühle. Selbst wenn beide Schlösser abgeschlossen waren und mein Partner zu Hause war, hatte ich echt regelmäßig Probleme damit einzuschlafen und natürlich vor allem auch dann, wenn ich alleine war. Vielleicht kennt ihr das ja auch so in diesem Moment, wenn man gerade dabei ist, so wegzudämmern, dass da manchmal dann so richtig das Unterbewusstsein reinkickt. Und in diesen Momenten habe ich dann ganz oft so Szenarien vor meinem inneren Auge gehabt, also entweder das, was wirklich passiert ist oder auch, was hätte passieren können, wenn es die Person eben in die Wohnung geschafft hätte. Und im Halbschlaf hat bei mir auch richtig doll die Angst gekickt, wenn ich irgendwo nur das kleinste Geräusch gehört habe. Und das ist natürlich nicht leichter geworden. Jetzt kommen die Katzen ins Spiel.
als wir die beiden adoptiert haben, weil die beiden natürlich echt eine ganz schöne Menge an Geräuschen machen. Und da ist es manchmal nicht so leicht, vor allem im Halbschlaf zu unterscheiden, ist das jetzt gerade der Kater, der sich irgendwo bewegt, oder ist das ein Mensch? Du hast ja ein Timing heute, ne? Es ist auf jeden Fall besser geworden, seitdem wir umgezogen sind. Also einmal, weil es eine andere Wohnung ist, dann auch, weil es ein Neubau ist, bei dem man nicht das Gefühl hat, direkt mit dem nächsten Windhauch gehen die Türen auf. Und weil die Erinnerungen eben auch sehr stark mit der alten Wohnung verbunden sind. Aber das Ding hier ist halt, dass es eine Maisonette-Wohnung ist. Und da habe ich dann manchmal beim Einschlafen schon so ein bisschen die Sorge, dass unten irgendwas passiert, was ich oben nicht mitbekomme. Vor allem ist es jetzt ja auch so, dass wir hier nicht mehr diesen super laut knarrenden Holzdielenboden haben. Das ist in Berlin natürlich einerseits nervig gewesen, weil man die Katzen dadurch mehr gehört hat, aber andererseits war es dann auch so ein Ding von, okay, wenn jetzt jemand hier in die Wohnung kommt, dann höre ich den ja auch laut und deutlich. Also es gab keine Möglichkeit, dass man in die Wohnung hätte kommen können und irgendjemand hätte das nicht mitbekommen. Also egal, wie tief du schläfst, dieser Boden war so laut, man hat alles gehört. Also ihr seht schon, so ganz weggegangen ist das eben auch mit der neuen Wohnung nicht. Also der Neustart hat auf jeden Fall gut getan. Das hat sehr, sehr viel Positives bewirkt, aber die neue Wohnung bringt dann eben halt auch so ihre Herausforderungen mit sich. Ich kann euch also für dieses Problem keine wirklich klare Lösung mitgeben, außer zu gucken, dass man die Wohnung so sicher wie möglich gestaltet und eben über dieses Thema zu reden, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat. Das finde ich wirklich ganz, ganz wichtig, einmal in der Therapie drüber zu sprechen und zu gucken, wie man damit umgehen kann und auch mit FreundInnen drüber zu sprechen. Da hat sich bei mir nämlich herausgestellt, dass es im Freundeskreis auch schon mal jemandem so ergangen ist und da ist der Austausch einfach sehr, sehr wichtig. Also zu wissen, dass man das jetzt nicht mit sich alleine ausmachen muss. Also falls unter euch auch Leute sein sollten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dann könnt ihr die sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren teilen. Und auch für den Fall, dass ihr weitere Tipps habt, wie man die Wohnung sicherer gestalten kann oder wie man einfach mit sowas umgeht, dann ja, bin ich da sehr, sehr dankbar für. Falls ihr hiernach jetzt gerne was ein bisschen Positiveres sehen würdet, dann empfehle ich euch dieses Video hier. Da reagiere ich auf meine peinlichen alten Bravo-Artikel. Schaut da sehr gerne mal vorbei und ansonsten passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!